Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem sonnigen Sonntag nach dem Spiel 1. FC Magdeburg VfC Plauen. Willkommen auch unsere Gäste im Business Club, an unsere Sponsoren und Unterstützer und an unsere Fans, die im Stadion selbst jetzt noch zuschauen. Schön, dass Sie so lange verweilt haben. Schön, dass Sie unseren 1. FC Magdeburg nach vorne gepeitscht haben und dabei waren, dass wir das Ding nochmal gedreht haben. Und damit möchte ich auch gleich unseren Trainer, den Herrn Himisch, begrüßen von VfC Plauen. Und möchte ihn auch gleich im Vorfeld bitten, vielleicht ein, zwei Sätze zum Spiel zu sagen, bevor wir dann zu unserem Trainer kommen. Bitte schön, Herr Himisch. Da möchte ich auch alle begrüßen zum Spiel. Wir sind natürlich hier fürstlich gestartet mit zwei Toren nach drei Minuten. Das ist nicht ungewöhnlich für uns, also das haben wir schon öfters gezeigt. Und es war so ein bisschen unsere Marschroute. Wir wollten nach vorne spielen, wir haben ja nichts zu verlieren. Was mir da nicht so gefallen hat, ist, dass wir durch diese Euphorie, natürlich in einem geilen Stadion mit der Unterstützung, dann auch so ein bisschen euphorisiert wurden und dann eigentlich so ein bisschen die Grundordnung verloren haben. Magdeburg ist es öfters gelungen, uns im Rücken zu spielen und wir haben da im Unterdraht los weiter Fußball versucht zu spielen, wie so eine muntere Truppe, aber viel zu ungeordnet. Und das war so ein bisschen, was mich so ein bisschen geärgert hat. Allerdings muss ich sagen, die Truppe hat ihr Heil nach vorne gesucht. Und das stimmt mich auch in der Form optimistisch, weil das der Grundgedanke von Fußball ist, Tore zu schießen. Und wir haben vorhin das draußen schon ein bisschen gewitzelt, dass wir ab jetzt halt den Top-Zuschlag für diese Spiele nehmen, weil Magdeburg Plauen jetzt schon über die letzten anderthalb Jahre immer für Tore garantiert hat. Was dann in der zweiten Halbzeit abgelaufen ist, ja, man muss dann schon fairerweise sagen, dass Magdeburg dann wirklich diesen Tick williger war, diesen Tick auch schneller war und dort zum Tor mehrere Aktionen zum Tor geführt hat und letzten Endes auch verdient gewonnen hat. Wobei ich aber sagen muss, wir hatten diese zwei, drei Möglichkeiten in wichtigen Situationen unmittelbar vor der Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit noch ein, zwei klare Möglichkeiten vor dem Tor. Und wenn wir die nutzen, dann nützt vielleicht Magdeburg unter Umständen ein gutes Spiel in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr. Wir haben es halt nicht gebacken bekommen. Wir haben die Marschroute, trotzdem hat die Mannschaft die Marschroute im Großen und Ganzen umgesetzt. Ich muss trotzdem sagen, dass ich enttäuscht bin, weil letzten Endes stehen bleibt, dass es aus meiner Sicht heute eine machbare Aufgabe war und wir nicht wenigstens einen Punkt hier mitgenommen haben. Zu der Situation vom Tor muss ich noch sagen, es ist halt bitter, wenn man, sag ich mal, diesen Zweikampf beurteilen muss. Es ist außerhalb des 16ers und dann sicherlich kann man dort weiterspielen lassen, keine Frage, aber ich sage, dass dann der Torwart auch freigegeben wird, um ihn anzuspringen. Möglicherweise wäre er wirklich draußen auf dem Feld so eine Aktion zwischen zwei Feldspielern gepfiffen worden. Und es ist dann ein bisschen ärgerlich, wenn so eine Aktion dann zum denke ich schon, spielentscheidenden Tor dort führt. Ja, Glückwunsch jedenfalls an Magdeburg, es war verdient. Ja, danke schön, Herr Himisch. Und ich hätte fast ein paar Herztropfen gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Also, fand schon sehr spannend. Ja, Andreas, vielleicht kurz anschließend. Von dem Herrn Himisch. Danke erstmal für die Glückwünsche. Und ich glaube, das ist wirklich ein Spiel gewesen, wo nach fünf Minuten habe ich es, glaube ich, noch nie erlebt dürfen. Hoffentlich nie wieder, wenn du da 0-2 zurückliegst und erstmal denkst, was ist heute los. Nun kann man immer sagen, ja, die Viererkette war neu zusammengestellt. Wir hatten dann noch der ein oder andere Abstimmungsprobleme. Aber ich hatte auch ein gutes Gefühl. Ich habe zu meinem Co-Trainer gesagt, das werden wir hier noch korrigieren. Ich hatte auch ein gutes Gefühl, weil wir nach vorne immer die überragende Qualität haben. Ich habe auch der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, heute entscheidet die Offensive. Nichtsdestotrotz ist wichtig, dass du defensiv gut stehst. Wir hatten da in den ersten Torstunden allgemein große Probleme gehabt, den Spiel zu finden, aus der sicheren Abwehr heraus. Aber dann nach den ersten, zweiten sehr guten Angriffen, wo uns das Quäntchen Glück auch noch fehlte. Ich glaube, wir haben ja richtig Hochkaräter liegen lassen. Also Beckus hätte sich heute richtig berühmt schießen können. Hat da ein paar, 100% liegen lassen. Aber ein Kompliment an meine Mannschaft. Kompliment vor allen Dingen an Fans und Zuschauer. Es gibt manche Stadien, wo man ausgepfiffen wird auf einmal, wenn man 0-2 zurücklegt. Aber hier ging erst recht die Musik nach vorne los, die Unterstützung war da. Und ich glaube, in der Mannschaft steckt so viel Qualität, so viel Moral, so viel Charakter, wie sie zurückgekommen ist. Denn man darf auch nicht vergessen, bei diesen Temperaturen, bei diesen aggressiven Gegner, was wir für einen Aufwand betreiben mussten. Das war ja Wahnsinn, da wollte ein Angriff nach dem anderen. Und wir haben es immer wieder gut verstanden, vor allen Dingen über die Außenbahn mit unseren schnellen, dynamischen Leuten Unruhe reinzubringen. Wir hatten dort immer zwei Stürmer vorne, die immer für eine oder andere Situation gut sind und die letztendlich auch das Spiel entschieden haben. Ein Kompliment einfach an die Jungs, weil was sie heute geleistet haben, war schon Wahnsinn. Sie müssen immer ans Limit gehen. Hier schenkt uns keiner was. Und wie gesagt, ich bin einfach dankbar, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und dann hoffe ich, wie gesagt,
Ja, ein bisschen Unruhe ist auch klar. Man hat gestern auf der Strelitz geschaut und so geht die Mannschaft dann auch ins Spiel. Scheiße, wir haben gewonnen. Es ist ein ekliger Gegner da. Also man merkte doch, dass die ersten Minuten gedanklich noch nicht da waren, aber wir haben alles korrigiert, wir haben viel richtig gemacht. Das war nun kein Superspiel, aber es war ein Spektakel. Wie gesagt, vielleicht gibt es den Top-Zuschlag immer noch im Nachhinein. Ich freue mich einfach über das Ergebnis und über die Art und Weise, dass wir die aufgesteckt haben. Und es war vielleicht kein hochklassiges Spiel vom Fußballerischen her, aber enorm viel Kampf, enorm viel Dampf, enorm viel Torchancen. Und letzten Endes denke ich mal einen verdienten Sieger unseres Vereins FC Magdeburg. Und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Kommen Sie wieder, kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Danke, Andreas Petersen. Also da muss ich natürlich unsere Fans und Zuschauer schützen. Es gibt keinen Zuschlag nach dem Nachgang mehr, um Gottes Willen. Aber trotzdem für uns natürlich sehr erfolgreich gewesen. Gibt es Fragen von der Presse, dann können Sie diese gerne stellen. Wir freuen uns auf Fragen. Herr, bitte. Herr Mikrofon. Eine Frage zu Teixeira und zu Kriebe. Waren das heute deren Abschiedsspiele mit der Leistung, die die Beine gezeigt haben? Es kommt eine Frage, weil die Zuschauer hören es leider nicht im Business Club. Es gab eine Frage, ob Thema Teixeira und Tobias Frierholzhäuser das letzte Mal gespielt haben für den ersten FC Magdeburg. Die Frage geht an Andreas Petersen. Also für mich persönlich nicht. Also erstens habe ich ja noch einen geilen Job zu machen bis zum letzten Spieltag und sie sind doch deswegen nicht aus dem Po. Im Gegenteil, sie haben beide dazu beigetragen. Ich habe ja den freiwillig rausgenommen, weil ich sage, das war der Schwachpunkt, sondern wir wollten taktisch ein bisschen was verändern, wollten ein bisschen mehr Dynamik in unserem Spiel haben. Haben den Christopher Reinhardt als Spielerischen auf die Sechs genommen, den Putti dort als jemand, der mit seiner Dynamik auch im Innenverteidigerbereich mit seiner, ich sag mal, Physis dort noch ein bisschen Tempo reinbringt. Tino Schwung, der den Tuck nach hinten genommen, der das richtig gut gemacht hat. Also das war jetzt nicht ein Spiel, wo man sagen könnte, das ist ein Abschied von den beiden Spielern. Erstens hat mein Nachfolger damit zu tun, ich nicht. Und sie kriegen weiter ihre Einsätze und sie kriegen weiter ihre Möglichkeiten. Ich entscheide mich immer für was und nicht gegen was. Und es ging gut. Alle haben daran einen großen Anteil dran. Und ich glaube nicht, dass es jetzt mit den beiden Spielern hier zu Ende geht. Also unter meiner Regie auf keinen Fall. Klare Antwort. Gibt es weitere Fragen? Herzlichen Glückwunsch. Pardon. Was würden Sie, da wir jetzt gerade bei der Spieleranalyse sind, was würden Sie dann in dieser Analyse, die Sie mit Sicherheit durchführen, zu Lars Fuchs heute sagen? Es gibt eine Frage, was Andreas Petersen besonders von Lars Fuchs heute erhält bezüglich des Spiels. Wir wissen um die Stärken von Lars Fuchs. Ich rede ja nicht von Schwächen, er hat Stärken. Und diese genialen Momente, die sind für die Mannschaft wichtig. Die Mannschaft hat es verinnerlicht, dass der Lars, was alles so vom Tor ist und in der Box ist, was er da für ein genialer Partner für Christian Beck ist. Er hatte ein paar unglückliche letzte Pässe drin, die aber optisch gut aussahen, die nicht angekommen sind. Hatte dann letzten Endes den Riecher zum entscheidenden oder vorentscheidenden 3-2. Ich glaube, der Schiri hat sich gestern die Szene in Dortmund gegen Wolfsburg gesehen. So ähnlich war sie ja außerhalb oder fast am 16er mit den Torhüter und Beckus. Mein Kollege hat recht, außerhalb Heidmanns vielleicht, innerhalb des 16ers sind da vielleicht momentan ja, die Schiedsrichter 50-50. Und da ist Fuchser Vorstand und beim letzten Tor bereitet er es auch vor, das 4-2. Also es ist ein Spieler, über den man sich freuen kann, über den man sich ärgern kann. Und er hat heute seine Aufgabe erfüllt. Er wird daran gemessen, Tore vorzubereiten, Tore zu erzielen. Und ich sage, ich kann mit der Situation momentan sehr gut umgehen, die Mannschaft ja auch. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass er dieser Mannschaft den gewissen Esprit geben kann. Es gibt immer Momente, er hätte auch in der zweiten Halbzeit hat er wirklich auch zwei Riesen liegen lassen, wo er so ein Bruder Leichtfuß ist. Aber das ist seine Stärke, die er hat. Der Zuschauer regt sich auf, der andere sagt, die Idee war eigentlich gut. Also ich habe ihn ordentlich gesehen und wie gesagt, wenn man am zweiten Tor beteiligt war, hat er seine Aufgabe mehr als erfüllt. Danke. Gibt es weitere Fragen? Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise. Kommen Sie gut nach Hause und Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Der SFC Magdeburg sagt danke, dass Sie im Stadion waren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.